Oh. Träumst du, Mann? Ich deute Träume. Für ein Bier. Tja, ich hab kein Bier, also habe ich wohl kein Glück heute. Ich sag dir, was ich tue, mein skeptischer Freund. Ich mache es wie Daniel im Alten Testament. Ich sag dir den letzten Traum, den du hattest. Und dann erkläre ich dir seine Bedeutung. Und wenn ich recht habe, kriege ich ein Bier. Okay, Mann? Klar. Ich meine, du bist offensichtlich mit übernatürlichen Kräften gesegnet. Wie könnte man die besser einsetzen, als damit auf Partys Bier abzuzocken? Diesen Traum hattest du sehr früh am Morgen. Und zwar während des Gewitters. In dem Traum warst du wieder mit deiner Freundin zusammen, Tina. Wow. Woher weiß er das? Du bist nach Hause gekommen und sie hatte einen Riesenhaufen Dynamit mit einem Zünder wie aus einem Cartoon, bereit hochzugehen und euch in den Tod zu reißen. Du hast gefragt, was tust du? Und sie hat gesagt, das und bumm. Du hast die Augen aufgerissen. Und die Explosion vom Ende des Traums wurde zum Donner draußen vor deinem Fenster. Also sag mir mal, lieg ich richtig? Heilige Scheiße. Okay. Das war gut geraten. Weißt du, du musst dich selbst fragen, Mann. Und du brauchst großen Mut, um dir die beängstigenden Fragen zu stellen. Sag, wie konnte dein Verstand wissen, David, wann der Donner kommen wird? Woher weißt du? Der Donner kam genau, als sie am Ende deines Traumes den Zünder drückte. Dein Verstand begann mit dem Traum, 30 Sekunden vor dem Donner. Woher wusste dein Verstand, dass der Donner kommen würde? Na, weil die Zeit ein Ozean ist und kein Gartenschlauch. Der Raum ist ein Nebelfetzen, ein Rauchwölkchen. Dein Verstand ist eine fliegende Kornnatter, die durch sämtliche Möglichkeiten schwebt. Wie auch immer. Willst du wissen, wo dein Papa wirklich war, als du mit dem gebrochenen Bein im Krankenhaus gelegen hast? Soll ich dir den Namen deiner Seelenverwandten sagen? Oder wie sie sterben wird? Willst du wissen, wann die erste Atombombe amerikanischen Boden trifft? Oder in welcher Stadt? Hey Mann! Du schuldest mir ein Bier, Mann!